Dieses Auto war mal die Zukunft. Der Citystromer. Eigentlich nicht mehr als ein gewöhnlicher Golf, der jedoch nicht Benzin, sondern Strom frisst. Nur wenige hundert Exemplare baute VW in den 90er Jahren davon. Ein Experiment in E. Sie fragen sich jetzt sicherlich, warum ich hier im Dreck herumliege. Ich möchte Ihnen den Unterschied zeigen zwischen einem normalen Golf 2 und dem Elektrogolf. Der befindet sich nämlich hier. Hinten unterhalb des Fahrzeugs, unterhalb des Kofferraums, ist ein Bleigel-Akku angebracht, hat ungefähr 400 Kilo und treibt den Elektromotor an. Den gucken wir uns jetzt mal an. Schließlich ist der das Hochspannungsherz des Wagens. Wirklich spektakulär ist das Innenleben des Citystromers jedoch nicht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist der Motorraum des Elektrogolfs. Es gibt keinen normalen Motor, stattdessen gibt es eine Regelungseinheit, es gibt eine Ladeeinheit. Darunter, unter den ganzen Hochspannungsblitzen, ist der Motor, der das Auto antreibt. Wenn der Akku mal leer ist, dann müssen wir natürlich laden und das machen wir so. Hier befindet sich das Ladekabel, das in eine ganz normale Steckdose kommt. Dann muss das Auto etliche Stunden laden, bis es voll ist. Das Tolle ist aber, obwohl der schon fast 20 Jahre alt ist, funktioniert das immer noch spitze. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ob von außen oder von innen, dem E-Golf ist kaum anzusehen, was in ihm steckt. Die VW-Konstrukteure wollten damals mit minimalem Aufwand Elektrogeschichte schreiben und verzichteten auf allzu komplizierte Umbauten. Erst beim Start wird klar, wie anders dieser Golf ist. Jetzt lassen wir den Wagen mal an. Ganz komisches Summen. Man denkt, es muss noch was passieren, aber jetzt ist er fahrbereit. Mit 27 PS geht es auf die Landstraße. Dieses Exemplar ist eines der letzten noch fahrtüchtigen Citystromer, jahrelang gepflegt von den VW-Experten. Die Tankanzeige verrät den Batteriestand. Mit einer Akkuladung soll der Citystromer laut Bordbuch 70 Kilometer weit kommen. Wer nicht am Abschleppseil enden will, reizt die Reichweite jedoch nicht aus. Aber er fährt, mit einigen Abstrichen. Also richtig dynamisch fährt sich dieser Elektrogolf nicht, ist eher so ein bisschen wie Gabelstapler fahren. Aber interessant ist es schon. Interessant ist auch, dass man hier kuppeln und schalten muss, wie beim ganz normalen Auto. Das haben die meisten Elektroautos nicht. Aber dieser hier ist ja ein Umbau von einem alten Golf, deshalb ist auch die Kupplung noch drin. Zum Massenauto ist der Citystromer nie geworden. Nach einem Großversuch auf der Insel Rügen, bei dem auch andere Autos getestet wurden, verschwanden die Pläne schnell wieder in der Schublade. Der Markt sei noch nicht reif, so die Begründung. Kein Wunder, das 1,5 Tonnen schwere Gefährt kostete damals fast 50.000 Mark. Ja, das hat Spaß gemacht. Der E-Golf war gestern die Zukunft. Jetzt kriege ich aber langsam so ein bisschen Akkupanik, denn ich habe die Batterie schon halb leer gefahren und ich muss den Wagen ja noch dorthin bringen, wo er hingehört, ins Museum. Und da wird der Citystromer auch bleiben. Denn längst schicken sich andere Elektroautokonzepte an, die Straße zu erobern.